1942. Der kleine Junge saß im Wohnungsflur auf dem Bretterboden und spielte mit einem hölzernen Lastwagen, der nur noch 3 Räder hatte. Die Ladung bestand aus Bauklötzen, die sonst zum Bau von unüberwindlichen Burgen genommen wurden. Burgen, in denen Siegfried nie von Hagen getötet worden wäre. In einer Ecke, dicht neben der Wohnungstür, die ins Treppenhaus des Vierfamilienhauses führte, lag ein kleiner Cockerspaniel und schnarchte. Er hieß Purzel, war ein Jagdhund und gut in seinem Job. Den Jungen nahm er nicht ernst. Es klingelte. Das war ein schrilles Krüg, das alle im Hause, in der Siedlung, wahrscheinlich alle in Braunschweig hassten. Aber es war die Einheitsklingel, die in den meisten Haushalten, den neu erbauten, aus dem Boden gestampften Häusern, üblich war. Der Gesang in der Küche brach ab. Mutti hatte eines ihrer Lieblingslieder, Mutter unterm Dach hat der Dummpfaff gebaut, gesungen. Hermi, sieh mal nach, wer da ist. Der Junge warf einen letzten kritischen Blick auf die Mauer, die er aus Klötzen gegen die Kommunisten gebaut hatte, sprang auf und drückte auf die surrende Entriegelung, öffnete die Tür. Er prallte zurück. Vor ihm stand eine abenteuerliche Gestalt mit Turban, schwarzer Gesichtsfarbe, Pluderhosen und einer Jacke aus bunten Lumpen. Die Gestalt grinste breit, hielt dem Jungen eine Dose mit einem Schlitz im oberen Deckel entgegen und rasselte mit ihr. Drinnen waren offenbar Münzen. Der Schwarze hatte blaue Augen und weiße Hände. »Wir sammeln für das Winterhilfswerk«, sagte er. »Mutti«, rief der kleine Hermi, »hier ist ein Moor und er sammelt für einen Winter.« Mutti kam an die Tür, sie lächelte. »Ihr habt Ideen«, sagte sie zu dem Mohren. »Wir sind selbst nicht so stark finanziell, aber es geht schließlich auch um die deutschen Helden im Osten, oder? Und da muss man was machen.« Der Mohr nickte. »Gewiss, gnädige Frau, unser Führer wird es Ihnen danken.« Mutti holte Geld und steckte es umständlich durch den Schlitz. »Du bist Hitlerjunge?«, fragte sie. »Noch, gnädige Frau, aber in 8 Wochen komme ich endlich an die Front. Ich kann es kaum erwarten.« »Das kann ich verstehen«, sagte Mutti. »Die russischen Bestien müssen gezähmt werden.« »Gewiss, wir werden das tun. Heil Hitler!« »Heil Hitler, junger Mann, und viel Glück!« »Danke, es wird nicht lange dauern. Die sind ähnlich wie die Polen, und die hatten wir in 18 Tagen im Karton. Allerdings ist Russland größer. Doch der Führer weiß genau, was er tun muss.« »Ganz klar. Wiedersehen.« »Wiedersehen, gnädige Frau, und danke.« Der Mohr ging, der kleine Junge lief an das Fenster des Arbeitszimmers seines Vaters und spähte hinaus. Draußen am Bordstein der Saarstraße stand ein als Panzer ausgebauter kleiner Leiterwagen. Sein langes Geschützrohr war aus Pappe, wie auch die feldgraue Verkleidung. Mehrere Mohren trafen sich am Panzer, erzählten sich lachend irgendwas. Dann zogen sie ihr Gefährt vor das nächste Haus, die Straße aufwärts. »Mutti«, fragte der kleine Junge, »wofür hast du ihnen Geld gegeben?« »Für unsere Helden in Russland, die frieren.« »Deutsche Helden frieren nicht«, antwortete Hermi und wandte sich seinem Lastwagen zu. Selten hatte eine Scheibe Brot besser geschmeckt. In der Feldflasche, die ihm Opa reichte, war mit Wasser verdünnter Saft. Einfach herrlich. Hermi fühlte sich plötzlich wie ein richtiger Mann. »Opa, hier ist es schön«, sagte er und meinte das aus tiefstem Herzen. Opa nickte. »Ja, Jungchen, das ist es. So, nun müssen wir weitermachen.« Sie erhoben sich. Und dann geschah etwas Außerordentliches. Opa furzte. Aber das war kein normaler Furz. Das war der Großvater aller Fürze und etwas ganz Besonderes. Opa stand da, hatte die Knie ein wenig gebeugt, die Augen geschlossen und lächelte ein glückliches Lächeln. Dann ging es tröt. Das zog sich über 3 bis 4 Sekunden und Hermi fiel vor Lachen fast von seinem Baumstumpf. Er hielt sich den Bauch und Tränen liefen ihm über die Wangen. »Opa«, stöhnte er, »kannst du das normal?«
Aber Opa schüttelte den Kopf. »Das geht nur ab und zu, Jungchen. Und nu weiter.« Es dauerte eine Weile, bis Hermi sich beruhigt hatte. Doch dann hatten sich schließlich die seitlichen Hauptwurzeln freigelegt. »Jetzt wird's gleich ein bisschen laut«, sagte Opa. Er ging zum Wagen, öffnete die große Blechschachtel und holte einen würfelförmigen Behälter raus. Eine schwarze Schnur ragte daraus hervor. Opa trug den Behälter zum Stuken und schob ihn tief darunter. »Jetzt bringen wir erst mal der Lisa weg«, sagte er. »Die kennt es zwar schon, aber ich möchte nicht, dass er was abkriegt.« Hermi folgte ihm schweigend. »Granatsplitter vielleicht?«, fragte er sich. »Hm.« Sie gingen eine Strecke, dann sagte Opa zu dem Pferd, »Bin gleich wieder da, Lisa. Halt deine Ohren zu, mein Mädchen.« Sie gingen zurück und Opa holte ein Feuerzeug aus der Tasche. »So, Jungchen, ich steck jetzt das Ende von der Zündschnur an. Dann nehmen wir die Beine in der Hand. Wir haben etwa eine Minute bis zur Explosion. Kannst du rennen?« »Und wie?«, sagte Hermi. Schnipp machte das Feuerzeug. Opa hielt die Flamme an das Ende und dann rannten sie. Hermi war schneller als Opa, doch dessen Halt stoppte ihn. »Stell dich hinter diesen Baum und halte deine Ohren zu.« Das tat er, aber die Hände legte er nicht ganz fest auf die Ohren, denn er wollte doch was hören. Und dann kam der Knall. »Na, Jungchen, wie fandest du das?« »Klang fast wie die Eisenbahnflak bei uns«, antwortete Hermi begeistert. Opa schaute ihn verblüfft an. »Was du alles kennst«, meinte er bewundernd, und Hermi schwoll die Brust. Opa sah sich nach allen Seiten um, stolz im Blick, und er fühlte sich ganz offensichtlich sehr wohl. Nach einer Weile stand er auf, reckte sich und sagte, »Wir haben lange genug gewartet, nun können wir Hedwig erlösen.« Sie gingen zurück in die Stube, leise, blieben neben der Tür stehen. Frau Gregoleit war offensichtlich noch nicht fertig. Die damals begonnene und seither systematisch erweiterte Arbeit der volkswirtschaftlichen Aufklärung und der Erziehung der Frauen zu volksbewusster Haushaltsführung konnte vor einigen Jahren mit Erfolg für die Verbrauchslenkung eingesetzt werden. Opa schnaubte leise, aber die Frau schien das nicht zu hören, denn sie fuhr unbeirrt fort. In der Reichsstelle der Hauptabteilung Volkswirtschaft, Hauswirtschaft ist damals zielbewusst und unbeirrbar an der planvollen und wissenschaftlich exakten Fundierung des hauswirtschaftlichen Leistungsbereichs gearbeitet worden. Alles von der Reichsstelle herausgegebene Material muss den modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen genauso entsprechen wie den Anforderungen praktischer Hausfrauenerfahrung. Und wieder schnaubte Opa, diesmal so laut, dass Hermi erschrak. Opa marschierte zum Tisch. »Gute Frau«, schnarrte er. »Vor allen Dingen muss ja zuerst was da sein, das man so modern bewirtschaften kann. Auch eine erfahrene Hausfrau muss doch wissen, was er in der Kochtopf stecken soll. Vor allem, wenn nix da ist.« Frau Grigoleit starrte ihn still an. Dann lachte sie laut auf. Etwas schrill fand Hermi. Sie sagte, »Ein gelungener Einwand, in der Tat. Da ist natürlich das typisch germanische Improvisationstalent gefordert.« Sie erhob sich und schaltete das Lächeln wieder ab. Sie schaute Opa ernst an. Dann fragte sie leise und es klang ein bisschen verschwörerisch und mitfühlend, »Darben Sie, sind die Zuteilungen, die Lebensmittelmarken, nicht ausreichend genug?« Opa zuckte die Achseln. »Was nützen Lebensmittelmarken, wenn man in den Geschäften nicht bekommt, was draufsteht?« Frau Grigoleits hübsches Gesicht veränderte sich. Sie sah jetzt aus wie eine verärgerte Lehrerin, die einem unartigen Schüler die Leviten lesen muss. Sie räusperte sich umständlich, dann, »Wir müssen natürlich für unsere tapferen Frontkämpfer Opfer bringen, Herr Gallmeister. Die haben Vorrang vor kleinen, selbstsüchtigen, privaten, zivilen Interessen. Die Partei schätzt Selbstsucht in diesem Zusammenhang überhaupt nicht.« Opa lachte brummend. »Gute Frau«, sagt er anscheinend gut gelaunt. »Die Partei weiß, dass alle meine Söhne an der Front sind. Ich selbst bin zu alt. Sonst, bei meinem letzten Krachenknopf, wäre ich auch dort. Nur Tatsachen muss man schon sehen und sagen dürfen, nicht wahr?« Nun lächelte Frau Grigoleit wieder. Sie nickte und reichte Opa die Hand.
Das macht den Deutschen aus, sagte sie mit Stolz in der Stimme. Seine Wahrheitsliebe, Standhaftigkeit und sein Mut. Ich werde das nicht vergessen und, wenn Sie mal Hilfe brauchen, Herr Gallmeister, dann wenden Sie sich ruhig an mich. Auch über Ihre vorbildliche Tochter hier, der Frau Oppermann. So, und nun muss ich Sie leider verlassen. Es gibt viel zu tun. Frau Oppermann, ich komme am Donnerstagabend wieder, wenn es recht ist. Danach treffen wir uns dann im NSV-Haus, nicht wahr? Mutti nickte und folgte ihr zur Tür. Auch Hermi ging mit und als Frau Grigoleit ihm die Hand zum Abschied reichte, machte er einen ordentlichen Diener und rief »Heil Hitler!« »Guter Junge«, murmelte die Frau, winkte den anderen zu, sagte ihrerseits laut »Heil Hitler« und verschwand. Dann saßen Hermi, Tante Leni und Opa am Tisch und schwiegen ein Weilchen. Mutti seufzte auf und sagte »Sag mal, Vater, hast du nicht ein bisschen Angst, dass du dich um Kopf und Kragen redest? Die Frau will doch nur unser Bestes und ist nicht schuld an den Versorgungsproblemen.« Opa knurrte und strich sich den Bart. »Heter«, sagte er zärtlich und blickte Mutti in die Augen. »Was habe ich euch von klein auf immer gelehrt? Wahrhaftigkeit und Liebe, das sind die wichtigsten Dinge. Und was der Wahrheit angeht, Heter, im Radio wird über unsere Verluste an der Front nicht gesprochen. In den Zeitungen steht auch nichts. Der Partei verhindert das. Dein Bruder Ernst hat mir von der Front geschrieben. Von seiner alten Kompanie leben noch 7 Mann. Alle anderen sind gefallen. Oder vermisst. Was in etwa das Gleiche ist. Junges Gemüse nimmt man zum Auffüllen der kämpfenden Truppe. Es fehlt an erfahrenen Kämpfern, an Ausrüstung, sogar manchmal an genügend Munition. Und Ernst, der lügt nicht. Also, auch das ist deine Partei, Hedwig.« Mutti sah vor sich auf den Boden und antwortete nicht. Tante Leni fragte, »Hast du auch Post von Reinhold, Willi, Walter oder Nachgeschicktes von Hubert?« Sie wurde ein wenig rot. Hubert, Onkel Hubert, war der Mann von Tante Leni. Das wusste Hermi von Mutti. Die anderen waren ihre Brüder. Opa zuckte die Achseln, schüttelte den Kopf. »Nix von Hubert, von den anderen. Ist schon ein bisschen her«, meinte er dann. »Aber das will nichts heißen. Zwischen den Kämpfen zu schreiben, fällt sicherlich nicht leicht. Und manchmal geht die Post verloren, zusammen mit dem Postboten.«